Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, moin zu einer neuen Folge und damit heiße ich erstmal meinen heutigen Gast herzlich willkommen, Norbert Elgert, und 3 Tage später darf man ja wahrscheinlich auch noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Selbstverständlich, gerne. Herzlichen Dank. Ja, genau. Freut mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, und als Thema haben wir uns ja heute den Übergang von der U19 in den Herrenbereich überlegt, dann später auch mit mehr Bezug zu den Profis noch, und ich habe natürlich auch Ihr Buch, ja, nicht gelesen, aber mir als Hörbuch angehört, und fand da 2 Aussagen sehr spannend, auf die ich zu Beginn einmal eingehen würde. Und zwar war das eine, dass Sie sagen, erst Lehrling, dann Geselle, dann Meister. Vielleicht gehen Sie darauf einmal ein, was daran so wichtig ist, was Sie sich dabei gedacht haben. Ja, gleich zu Beginn eine nicht ganz einfache Frage. Aber wir leben in einer Hochgeschwindigkeitszeit, das kann man, glaube ich, schon sagen. So nach dem Motto, auf die Plätze, fertig, los, immer schneller, immer höher, immer weiter. Und dadurch fehlt uns häufig die Zeit, Fundamente zu legen. Das betrifft sicherlich auch die Ausbildung von jungen Fußballern, möglichst hin bis zu Profispielern. Und jeder Erfolg braucht eine Vorlaufzeit, das meine ich damit. Ja, du kannst heute versuchen, viele, viele junge Spieler, aber auch gepusht natürlich durch die heutige Gesellschaft, durch ihr Umfeld, viele, viele Stufen auf der sogenannten Erfolgsleiter zu überspringen. Aber wenn die Erfolgsleiter zum Beispiel 10 Stufen hat, dann kannst du vielleicht mal zwischendurch mal eine Stufe überspringen. Aber ansonsten solltest du jede Stufe mitnehmen, weil jede Stufe dich etwas lehrt. Und deswegen, das meine ich, also sollte im Fußball genauso sein wie im Berufsleben, wie im Handwerk. Ja, erst mal lernen, erst Lehrling und dann Geselle werden und dann vielleicht irgendwann mal die Meisterschaft erreichen. Ja, das hatte mir am Buch auch gut gefallen, dass Sie da gesagt haben, dass Sie erst dann Spieler zu den Profis geben möchten, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie wirklich fertig ausgebildet dafür sind. Und damit schützen Sie ja auch Ihre Spieler ein Stück weit vor dem medialen Rummel, der dann vielleicht damit einhergeht, wenn der Spieler einen Fehler macht beispielsweise. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und dann hatten Sie noch gesagt, dass Sie nicht nur den Fußballer ausbilden möchten, sondern auch den Menschen. Und natürlich geht das eine auch mit dem anderen einher. Ohne Kopf funktioniert der Fußball nicht. Aber vielleicht gehen Sie auch darauf nochmal ein, warum Ihnen das so wichtig ist, jetzt auch das Menschliche vielleicht mal ein bisschen abgegrenzt vom Fußball auszubilden als Fußballtrainer. Beste Überzeugung, dass solange wir Menschen leben, wir eine Einheit sind aus Körper, Geist und Seele. Und das ist eben in erster Instanz der Mensch und nicht der Fußballer. Also wir haben es mit Menschen zu tun, alle Menschen haben Gefühle, alle Menschen haben eine Seele. Und der Fußballer steht erst an zweiter Stelle. Und wir bei uns auf Schalke präferieren da auch immer den ganzheitlichen Ansatz. Das heißt eben, dass der Mensch eben im Mittelpunkt unserer gesamten Ausbildung steht. Und dazu gehört natürlich die vollständige fußballerische Ausbildung. Ja, wird ja bestimmt auch noch jetzt für unser Thema Übergang von der U19 zu den Herren ein wichtiger Aspekt sein, die menschliche Seite. Vielleicht zu Beginn einmal, jetzt stelle ich mir vor, ein U19-Spieler geht hoch zu den Herren und dann verändern sich natürlich einige Dinge. Ich habe mir vorab überlegt, was das so sein könnte. Sie werden mit Sicherheit noch einige Punkte ergänzen. Aber so das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass man vielleicht in der U19 ja gesetzter Stammspieler war, Leistungsträger und dadurch natürlich auch ein gewisses Selbstvertrauen schon hatte, während man dann zu den Herren geht und sich das natürlich ändert, weil man der Neue ist, der sich erstmal behaupten muss. Und andererseits natürlich, so das ist vielleicht das Bild, was man von sich selbst hat, aber gleichzeitig natürlich dann auch der Trainer anders auf dich blickt als dein U19-Trainer vorher, dass du eben dich erstmal beweisen musst, dass du als Trainer noch nicht das Vertrauen in den Spieler hast, wie vielleicht in der
U19 im Vergleich zu Spielern, die du schon seit 3 Jahren trainierst? Was sind vielleicht für sie noch weitere Veränderungen und welche Rolle spielen die beiden genannten von mir jetzt? Ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus, weil das Thema ist natürlich hochkomplex. Also bevor du überhaupt bei den Profis Fuß fassen kannst, stabil Fuß fassen kannst, das bedeutet für mich, dass du im Kader der Profis eine Rolle spielen kannst. Eine Rolle spielen kannst heißt, dass du in der Lage bist, der Profimannschaft auch punktuell schon mal zu helfen. Und auch da präferieren wir ich den ganzheitlichen Ansatz. Also der Spieler sollte auf jeden Fall das Spielgerät richtig gut beherrschen. Das heißt also eine sehr, sehr gute Technik unter Raum, Gegner und Zeitdruck haben. Er braucht ein extrem hohes Spielverständnis, eine hohe Spielintelligenz. Und die beiden Dinge ergänzen sich natürlich. Ne? Wenn ich eine herausragende Technik habe, aber verstehe das Spiel nicht, ne, kann ich keinen Profifußball spielen. Wenn ich aber ein herausragendes Spielverständnis habe, beherrsche das Spielgerät nicht, dann kann ich auch keinen Profifußball spielen. Spielverständnis heißt für mich, Spielsituationen zu verstehen, das Spielfeld ständig zu scannen für einen zentralen Mittelfeldspieler zum Beispiel. Die Vororientierung, der permanente 360-Grad-Blick, denn durch jede Bewegung eines Mitspielers, eines Gegenspielers, des Balls verändert sich ständig alles. Also bevor der Ball bei dir ist, musst du eigentlich schon die besten, nicht zu viel, aber die besten Lösungen parat haben. Und Spielintelligenz heißt dann für mich, die bestmögliche Lösung dann auch zu wählen und ausführen zu können. Ausführen kannst du es wieder nur durch eine herausragende Technik. Also die beiden Dinge stehen für mich im Vordergrund, sind aber nichts ohne mentale Stärke. Und mentale Stärke heißt für mich, dann gut zu sein, wenn es darauf ankommt. Und wenn du in ein Profistadion einläufst, ich weiß es ja selber noch hier auf Schalke oder jetzt in der Arena, dann kommt es wirklich darauf an, dann musst du mental stark sein. Dann sind die athletischen, ohne die athletischen Eigenschaften und Fähigkeiten geht auch nichts. An erster Stelle für mich da sicherlich die Sprintschnelligkeit, aber auch die Fähigkeit, wiederholt und häufig schnell zu sprinten und das auch durchzuhalten. Dann sind Dinge extrem wichtig, vielleicht würde ich da fünftens sagen, wie Mentalität, Einstellung, Anstrengungsbereitschaft, Durchhaltevermögen, aber die sogenannte mentale Widerstandsfähigkeit, dass ich belastbar bin, was musst du da sein und. Ja, und sechstens vielleicht auch Dinge wie Lebenswandel, Ernährung, Nahrungsergänzung, Schlaf und. Also es sind schon eine ganze Menge Dinge, die Jungs dann relativ gut beherrschen müssen, wenn sie da oben Fuß fassen wollen. Und dann kommt natürlich schon noch dazu, dass sie sich, sagen wir mal, die Profi-Trainingseinheiten oder den Profivertrag schon immer noch hart erarbeiten müssen. Das heißt, dass sie gute Leistungen, eine gute Performance über einen langen Zeitraum im Training zeigen sollten, aber immer wieder die menschliche Komponente berücksichtigt, dass wir keine Roboter ausbilden, dass jeder auch mal schlechte Tage haben kann, dass jeder auch mal schlecht drauf sein kann. Aber es geht eben darum, permanent sein Bestes zu geben. Das Gleiche gilt es für das Spiel. Gute Leistung, Spitzenleistung über einen langen Zeitraum. Und drittens natürlich dann auch die Empfehlung, ja, der sogenannte Cheftrainer der obersten U-Mannschaft, wie jetzt zum Beispiel U23 oder U19. War jetzt schon ein bisschen länger, aber ich hoffe, Sie konnten da schon noch ein bisschen was mit anfangen. Vielleicht nochmal die, ja, oder der Aspekt Vertrauen des Trainers, also wenn der Spieler in den Herrenbereich geht und dann das Vertrauen des Trainers. Also, wie ist das, wenn ein Spieler in den Profibereich reingeht? Sie haben gerade selbst gesagt, dass der dann U19-Trainer oder vielleicht auch U23 eine Empfehlung ausspricht. Das heißt, da So wird sollte es ja, sein. So sollte es sein, ja. genau, das heißt, da. Dadurch entsteht ja vielleicht schon mal eine Form des Vertrauens. Aber wie sehr muss sich so ein Spieler das Vertrauen dann noch, wenn er dahin kommt, erarbeiten? Kommt das schon dadurch, dass der Übergang geschafft wurde? Oder ist das dann noch ein sehr weiter Weg?
Also ich bin ja nur seit weit über 30 Jahren, glaube 35, 36 Jahre schon Coach. Und ich habe im Moment einen Kader von 25 bis 26 Spielern. Davon sind dann drei Torhüter. Und ich vertraue jedem meiner Jungs. Aber das Vertrauen, eben permanent eingesetzt zu werden oder in den ersten 11 zu sein, es ist ja Hochleistungssport. Alle sind enorm wichtig. Ich meine, jeder Trainer sagt das, aber du musst es eben auch entsprechend leben. Durch entsprechendes Feedback, durch permanente Gespräche, durch Wertschätzung, durch gegenseitigen Respekt. Aber wenn du permanent spielen willst, dann musst du dir das Vertrauen, unter den ersten 11 zu sein, natürlich auch immer wieder erarbeiten und bestätigen oder neu erarbeiten. Und wenn du dann zu den Profis kommst, dann ist das definitiv nicht so, dass der Trainer da oben oder die ganze Mannschaft dann, wenn du kommst, Spalier steht. Und dann sagt, sagen wir jetzt, egal welcher Name jetzt, nehmen wir mal einen fiktiven Namen, Johannes. Johannes, jetzt bist du endlich da. Wir haben schon seit 10 Jahren auf dich gewartet und du bist endlich da. So ist das natürlich nicht. Du musst dann eben auch in der Lage sein, dem Druck in einer Profimannschaft, der natürlich um ein Vielfaches größer ist, standzuhalten. Das ist dann eben wieder mentale Widerstandsfähigkeit, durchhalten. Auch mal was verkraften können, was einstecken können, und muss der dann eben durch Spitzenleistungen in der Profimannschaft, im Training und durch die Möglichkeiten zu spielen, muss er dir das Vertrauen, unter den ersten 11 zu sein oder eingesetzt zu werden, natürlich auch immer wieder neu erarbeiten. Das kann man den Jungs natürlich nicht nehmen. Sie sprechen das Mentale jetzt schon an. Da würde mich interessieren, wie gehen Sie in Ihrer Arbeit als Trainer darauf ein? Also wie schulen Sie das? Ja, gut, wenn alles so einfach zu schulen wäre, aber also ich habe ja schon gesagt, ich präferiere den ganzheitlichen Ansatz. Ja, da kannst du nichts voneinander trennen. Also wir machen nicht heute Technik, wir machen morgen Taktik und morgen machen wir mal mentale Stärke. Ja, aber ich habe mich mit dem Bereich des mentalen Trainings für einen nur Fußballtrainer, ich bin aber eher Coach als Fußballtrainer, da gibt es schon Riesenunterschiede, können wir auch gerne drüber sprechen. Auch mit den mentalen Komponenten natürlich befasst. Was wir auf Schalke natürlich haben, sind auch psychologische Unterstützung, sind auch Mentaltrainer, die unseren Jungs dann individuell immer wieder zur Verfügung stehen. Aber was ich schon mache, weil ich mich selbst auch mit diesen Dingen in den letzten Jahrzehnten, sollte übrigens jeder Coach machen, intensiv befasst habe. Ja, wie zum Beispiel, wie spreche ich mit mir selber? Spreche ich mit mir positiv? Oder spreche ich mit mir negativ? Das hat natürlich einen riesen Einfluss auch auf meine Persönlichkeitsentwicklung. Wie sehr glaube ich an mich, an meine eigenen Fähigkeiten? Da kann man von Autosuggestion sprechen, aber da würden wir jetzt sehr stark schon in den Bereich der Psychologie kommen. Ich arbeite selbst seit vielen, vielen Jahren mit Autosuggestion und versuche meinen Jungs sowas auch schon mal näher zu bringen, aber auch entsprechendes Visualisieren. Visualisieren ist extrem wichtig. Das heißt, sich Dinge vorzustellen, ja, wie sie auf dem Sportplatz funktionieren. Also sich selber oder eine Art Kino im Kopf, sich selber in Action sehen, wie einem defensiv, offensiv Aktion und Situation gelingen. Und dann musst du diese Situation, dieses, was du da siehst, auch emotionalisieren. Hört sich ein bisschen verrückt an, aber ist es nicht. Auf der anderen Seite ist ausschließliches positives Visualisieren auch ein Riesenfehler, weil es läuft nie alles glatt. Ja, das heißt dann auch, dass du dich auch damit auseinandersetzt, gedanklich, aber auch bildlich, wie reagiere ich auf Situationen, wo es eben nicht so läuft? Wie verhalte ich mich da? Wie sehe ich mich da? Wie gehe ich mit Schwierigkeiten um? Wie gehe ich mit Problemen um? Also wir haben da schon jede Menge Möglichkeiten, aber du musst dich natürlich auch damit befassen. Das heißt also, jeder gute Coach, jeder gute Trainer sollte schon auch ein Hobbypsychologe sein. Ja. Ein guter Hobbypsychologe sein. Sie haben jetzt schon ja diese Unterscheidung aufgemacht, Coach versus Trainer. Vielleicht gehen wir da einmal drauf ein. Gerne. Ja, das will ich gar nicht kleiner machen, als es ist. Also ein Trainer, das, was ich ja auch lange war und immer noch bin. Also zum Coach gehört auch das Trainer sein. Trainer ist jemand, der Fußball lehrt und Fußball trainiert, Trainingseinheiten, Spiele vorbereitet und, und. Aber ein Coach ist ein klein wenig mehr.
bin ja nicht der Einzige. Ein Coach ist, ja, ist gleichzeitig Trainer, ist Menschenführer, ist Mentor, ist Wertevermittler, ist Wegbegleiter. Und ich finde diesen Begriff Coach, der kommt ja kommt teilweise aus dem Ungarischen. Von dem Begriff Kocs. Kocs ist, glaube ich, sogar ein Dorf in Ungarn, aber Kocs hat auch was mit Kutsche zu tun. Und Kutscher ist jemand, der ja, einen Fahrgast irgendwo hinbringt, wo derjenige auch hin will. Und so ist ein Coach auch ein Wegbegleiter, der jungen Menschen dabei hilft, nicht nur im Fußball, ja, Ziele zu erreichen, Träume zu verwirklichen, dahin zu kommen, wo derjenige hin will. Aber nur, wenn er auch die Unterstützung dieses Kutschers oder dieses Coaches auch will. Also von daher ist ein Coach deutlich, deutlich mehr als ausschließlich nur ein Trainer. Wobei auch jeder Coach ist natürlich auch ein Trainer. Sie haben jetzt schon gesagt, dass es darum geht, den Spieler dahin zu bringen, wo er hin möchte. Und das motivbasierte Führen ist etwas, worüber ich mich auch schon in vorherigen Folgen unterhalten habe. Und da würde mich interessieren, in so einem Nachwuchsleistungszentrum ist natürlich das Ziel relativ klar. Also es geht darum, Spieler für den Profibereich auszubilden und die Spieler, die dahin kommen, haben in der Regel auch dieses Ziel. Und da ist dann eben die Frage für mich, also was ist das Individuelle, worauf ich eingehe? Was sind diese individuellen Ziele von Spielern, die ich berücksichtigen muss, wenn es ja einfach ausgedrückt immer darum geht, Profis auszubilden? Also es ist natürlich klar, jeder Spieler ist ein Unikat, ist ein Individuum, ist somit einzigartig und hat natürlich auch seine ureigene Motive, die im Groben der Trainer natürlich kennen sollte. Ja, für den einen ist es eigentlich die Verwirklichung, ist einfach die Liebe, die absolute Leidenschaft zum Fußball. Also die sollte natürlich jeder haben. Ja, das sollte, wenn du nicht anfängst, Fußball zu spielen, sollte die Liebe zum Fußball immer an erster Stelle stehen und möglichst auch, ja, wenn ich Profi bin, sollte das noch genauso sein, dass also die Liebe zum Fußball immer größer ist als individuell empfundener Druck. Aber für den einen ist es Geltung, Anerkennung, für den anderen ist es wirklich die große Chance auch finanziell unabhängig zu werden und, und. Da ist jeder einmalig. Deswegen sollte unser Coaching, ja, bei dem ganzheitlichen Ansatz natürlich spielt das Team und der Zusammenhalt auf dem Platz eine Riesenrolle. Also wenn wir auf den Platz gehen, sollte das Wir immer größer sein als das Ich. Aber der Einzelne spielt in der Ausbildung nicht nur fußballerisch, sondern auch als Persönlichkeit natürlich eine Riesenrolle. Insofern sollten wir unsere Jungs schon genau kennen. Und da heißt es, Gleichbehandlung, ja, heißt dann aber für mich, nicht alle über einen Kamm zu scheren, sondern jedem Einzelnen das zu geben, was er braucht. Und dazu muss man natürlich den Menschen auch näher kennenlernen. Kann ich mal ein bisschen aus meiner Schule jetzt plaudern. Also wir haben jedes Jahr vor der Saison Trainingslager, circa eine Woche. Und da sind die fußballerischen Inhalte natürlich von größter Bedeutung. Aber da haben wir dann eben Zeit auch für längere Teamsitzungen. Wenn Sie möchten, können wir darauf gerne gleich nochmal eingehen. Da geht es dann auch um gemeinsame Werte und Überzeugung. Aber da habe ich mit jedem Spieler auch ein längeres Einzelgespräch, wo es einfach darum geht, ja, dem Spieler ein gutes Gefühl zu geben, ihn näher kennenzulernen. Aber auch, dass Sie Ihren Trainer ein bisschen näher kennenlernen. Die dürfen mir dann auch Fragen stellen. Dürfen Sie jederzeit. Aber da geht es dann eben auch um Wünsche, Ziele, Träume. Um die Familie, Eltern, Geschwister, schon eine Freundin oder noch nicht. Und schulische Ausbildung, entsprechende Ziele, was die Schule betrifft, auch von größter Bedeutung. Wie sie sich selber sehen, was sind ihre Motive, was sind ihre Stärken, wo sehen sie Defizite, also wo ist es suboptimal. Also wir müssen auch die Selbsteinschätzung des Spielers natürlich kennen. Und. Also da spielt sicherlich das Individuelle eine sehr, sehr große Rolle. Also jeder möchte schon, jeder Mensch hat ja, und somit jeder Fußballer hat ja zwei
im Fußball zwei Grundbedürfnisse. Ja, das eine ist als Einmaligkeit, als Individualität anerkannt zu werden, mit allen Stärken und vielleicht auch Schwächen. Und jeder möchte sich auch auf dem Platz in seinen Stärken, in seiner Kreativität auch ausleben dürfen. Auf der anderen Seite hat jeder Mensch und jeder Fußballer auch das Bedürfnis, Teil einer gemeinsamen größeren Sache zu sein. Ja, und all diese Dinge. Also es ist schon auch, das ist schon, so wie der gesamte Mensch, schon sehr komplex. Sie haben jetzt schon gesagt, dass das Wir größer ist als das Ich. Und da würde mich Ja, generell. wenn wir in das Spiel reingehen. Genau, In genau. einer Gruppe, in einer Familie. Damit meine ich ja, wenn ich meine Jungs zum Beispiel frage, natürlich ist jeder, muss sich auch ernst nehmen. Jeder ist enorm wichtig. Jeder von diesen über 8 Milliarden Menschen lebt ja in seinem Kopf und sollte sich auch ernst und wichtig nehmen. Aber wenn jeder dieser über 8 Milliarden Menschen der wichtigste ist auf dem Planeten, das kann irgendwie nicht hinhauen. Also dass wir spielen schon in einer Gemeinschaft, in einer Familie eine Riesenrolle. Und wenn ich unsere Jungs frage, ja, hast eine Familie von 6, Mama, Papa, 4 Kinder, wer ist denn da der Wichtigste? Hä? Dann wird jeder sagen, ja, alle. Ja, ich Und will auf einen, alle ist eben dann auch ein bisschen wir. Aspekt hinaus, den Christoph Dabrowski bei mir im Podcast angebracht hat. Er hatte nämlich gesagt, dass es ja zum Teil auch darum geht, dass du innerhalb einer Mannschaft, dass das in, ja auf dem Niveau so Ellbogenkampf ist, also auch den Mitspieler von der Position wegdrücken und dass er generell diesen Aspekt sehr wichtig findet, eben Widerstände zu durchbrechen. Er das von Felix Magath auch sehr viel gelernt hat. Und dieser Aspekt eben, dass man auf der einen Seite natürlich ein Teamgefüge als Trainer entwickeln möchte und auf der anderen Seite hast du aber eben natürlich das Individuum, was das Ziel hat, Profi zu werden und wo sie natürlich auch miteinander konkurrieren. Wie gehen Sie persönlich als Trainer mit dieser, ja, Spannung um? Ja, ich schätze Dabro sehr, wir kennen uns auch gut. Ich glaube, bei Dabro ist im Moment auch einer meiner besten Freunde, ein Mensch, den ich unglaublich schätze, der auch ein Assistent bei mir war, der Slavo Freier. Ein sehr anständiger, korrekter Mensch, der es geschafft hat, im Haifischbecken Fußball sich zu behaupten und durchzusetzen. Aber ich bin da, also wieso bin ich nicht schwarz-weiß, also entweder oder, sondern immer sowohl als auch. Also selbstverständlich müssen unsere Jungs auch darauf vorbereitet werden oder das heute schon schaffen, auch in der Ausbildung, im Jugendbereich, in der U19 sowieso schon, sich innerhalb einer Gemeinschaft durchzusetzen und zu behaupten. Also mit Teamgeist und We First ist ja nicht gemeint, dass du freiwillig einem anderen den Vortritt lässt, und am Wochenende anzufangen. Sondern was ich glaube, ist, dass du schon in der Lage sein musst, dich durchzusetzen, dich zu behaupten, dass du auf dem Platz auch ja, bis an die Grenze des Erlaubten gehen musst. Es ist nun mal Profisport, aber ich glaube, ja, ich finde sogar den Begriff Ellbogen einsetzen super. Du musst deine Ellbogen einsetzen, du musst dich behaupten, aber ohne Rasierklingen dran. Das heißt eben fair, dass man auch in einer Mannschaft sich wertschätzen und respektvoll bekämpft. Aber es ist eben, das Leben ist nicht so, auch der Hochleistungssport sowieso nicht, dass ich anderen freiwillig den Vortritt lasse, sondern ich muss mich da schon ganzheitlich, ja, körperlich und mental auch behaupten können, sonst habe ich keine Chance, sonst werde ich aufgefressen. Und moderner Fußball ist auch so ein bisschen, nicht moderner Fußball, Hochleistungssport ist so ein bisschen, ja, ich vergleiche das immer mit modernen Gladiatoren. Da gehört ja auch ein Publikum dazu, da gehören die Medien dazu und da geht eben der Daumen rauf oder runter. Also du musst schon verdammt stark sein. Aber ich glaube nicht, dass du ein Arschloch sein musst, um Profifußball zu spielen. Profifußball spielen zu können. Schön. Vielleicht manchmal auf dem Platz, ja. Aber ja, mal ein Beispiel. Ich hasse es, Elfmeter zu schinden, weil das ist nicht fair. Darauf kannst du dann hinterher auch nicht stolz sein. Aber ich möchte, wenn einer meiner Spieler in der Box gefoult wird, dass wir dann auch einen Elfmeter bekommen. Also professionell, hochprofessionell, ja, aber immer fair und korrekt. Sie haben dann Dann, ja auch. weil für mich, ich weiß nicht, wie es andere sehen, aber für mich und wir sehen das hier eigentlich alle so,
Für mich immer, ja, das muss in einem gesunden Verhältnis stehen. Du musst ja stolz sein können. Es fängt schon mit kleinen Kindern an. Wenn du irgendwie spielst, und die neigt schon mal dazu, einer meiner Enkel, der mauschelt schon mal ein bisschen, der mogelt schon mal ein bisschen. Dann schmunzel ich natürlich, lache ich auch, dann sage ich auch, ach, kannst du denn hinterher, wenn du gemogelt hast, stolz sein darauf, dass du gewonnen hast? Ja. Oder sind wir uns da, wir werden uns langsam immer mehr einig. Ja, das ist natürlich dann alles spaßig. Aber ich finde, dass wir da insgesamt gesellschaftlich, nicht nur im Fußball, eine große Aufgabe haben. Ja, ich weiß gerade nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, es war Magrifo, der gefragt wurde, warum er dem Schiedsrichter gesagt hat, dass das kein Elfmeter war. Und er meinte dann einfach so, ja, war kein Elfmeter. So, also so mit dieser Selbstverständlichkeit, mit diesem, ja, fairen Sportsgeist, den auch, kann man glaube ich so sagen, der SC Freiburg ja sehr stark lebt. Ja. Schalke auch. dann hatten Sie die Teamsitzung angesprochen. Da können wir sehr gerne noch mal drauf eingehen. Ja, hatte ich ja schon gesagt, wir Trainer, wir Coaches, wir Ausbilder sollten sicherlich mehr vermitteln als nur Technik, Taktik, Athletik, mentale Stärke, sondern gerade in unserer heutigen Zeit, wenn ich das einfach mal so kritisch sagen darf, wo wir Menschen dabei sind, den Planeten in Schutt und Asche zu legen, wo wir Menschen auch nicht so miteinander umgehen, wie man miteinander umgehen sollte, sind, glaube ich, die Vermittlung von gesunden traditionellen Werten, wie zum Beispiel ja, Dankbarkeit, Respekt, Demut, Hilfsbereitschaft, Integrität. Kann ich auch gerne definieren, mal wenn Sie eine Begriffe definiert haben wollen. Wie ich so sehe, glaube ich, viele, viele mehr von ja, Teamfähigkeit, Toleranz und, von allergrößter Bedeutung. Weil ich glaube, in einer Gemeinschaft können gesunde Werte ja, zusammenschweißen, das Wir-Gefühl stärken, aber auch dem Einzelnen, ja, und wir sind ja alle oder viele in unserer Gesellschaft, orientierungslos, und gesunde Werte können uns so ein bisschen Halt und Orientierung geben. Also von daher haben wir auch eine Teamsitzung, wo wir, ja länger, das ist die längste Sitzung sicherlich in der gesamten Saison, circa eine Stunde, wo wir dann über gemeinsame Ziele sprechen, wo wir darüber sprechen, wie unsere Jungs sich unser Spiel vorstellen, mit Ball und gegen den Ball, wo wir darüber sprechen, ja, wie man uns auch öffentlich sehen soll, wenn man uns spielen sieht. Aber ein weiterer Aspekt sind dann eben die gemeinsamen Werte und Überzeugungen, die ich unseren Jungs dann nicht aufzwinge, aufoktroyiere, sondern die wir uns dann gemeinsam, ich führe natürlich in eine bestimmte Richtung, dafür bin ich ja dann auch ein Leader, aber die Jungs sind dann sehr stark mit einbezogen, und sie ist das daraus jährlich entstehende Team-Credo immer wieder sehr ähnlich und doch, was jede Mannschaft betrifft, einzigartig. Weil Ja. jede Gruppe ist natürlich auch wieder einzigartig. Ja, das finde ich sehr spannend mit diesen Teamsitzungen, weil wir gerade in der Mannschaft, die ich trainiere, auch kürzlich nochmal unsere Meeting-Strukturen, so haben wir es genannt, festgelegt haben und dann auch besprochen haben, wie regelmäßig wollen wir uns für sowas treffen, wie regelmäßig machen Sie das mit Ihrer Mannschaft? Ja, schon in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen. Also ich bin halte nichts von fixen Terminen. Also du machst einen Termin und der passt überhaupt nicht, aber wir müssen das jetzt mit aller Macht durchziehen. Also ich glaube, dass da auch Empathie, dass da das Gefühl, die Mannschaft mit einbezogen, auch eine große Rolle spielt. Aber es gibt zum Beispiel dann auch mal eine Sitzung zwischendurch, die jetzt in Kürze ansteht. Ja, wie stellt ihr euch überhaupt, was versteht ihr unter einem guten Teamplayer? Gibt es für euch da positive Beispiele aus dem Leben, vielleicht auch aus dem Profifußball? Also da gibt es immer wieder unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Themen auch. Da sind wir schon regelmäßig, nicht, natürlich in dem Bereich jetzt nicht ganz so häufig, wie sagen wir mal die Gegneranalysen oder die eigenen Spielanalysen, die ja permanent stattfinden. Ja, genau. Nee, also das sehe ich auch so, dass ein fixer Termin jetzt, glaube ich, schwierig wäre, weil da eben noch was dazwischen kommen kann. Wir hatten uns jetzt darauf verständigt, ich habe die Spieler gefragt, wie oft stellt ihr euch das vor? Ihr müsst es ja am Ende dann auch mit umsetzen. Und am Ende haben die dann gesagt, dass sie sich alle 2 Monate gut vorstellen könnten, dass wir jetzt gesagt haben, vor dem ersten Rückrundenspiel treffen wir uns einmal im Februar und dann jeden zweiten Monat.
dass wir eben nochmal im April und im Juni einen Termin haben. Und das wäre dann ja auch nochmal ganz gut, dass man eben am Ende der Saison nochmal so ein Fazit ziehen kann. Und dann können wir flexibel gucken, wann es in dem Monat passt. Ich glaube, so ist das dann ja praxistauglich. Ja, finde ich gut. Also ich bin auch kein Verfechter von, bin Verfechter auch von regelmäßigen, unregelmäßigen Feedback-Gesprächen auch mit den Spielern. Aber ich bin Gegner davon, immer zu sagen, wir machen es jetzt genau jeden Monat dann und dann. Weil Feedback ist ja auch wieder so ein extra Thema für sich. Das muss dann auch passen und darf dann auch nicht zu häufig stattfinden, weil man wiederholt sich dann in den Stärken der Spieler und in den Schwächen. Nee, finde ich gut, wie Sie es machen. Danke, danke. Jetzt mache ich nochmal ein Riesenthema auf. Beim Übergang von der U19 zu den Profis ist ja immer die große Frage, wieso schaffen es so wenige Spieler zu den Profis? Und da würde mich natürlich interessieren, wie Sie das sehen, was Sie glauben, was so die Hauptpunkte sind, woran es gerade am Ende scheitert. Ja, scheitert es überhaupt? Also wir sprechen ja von einer Elite. Weil wie viele Profifußball wir haben, wir haben in Deutschland drei Profiligen. Und so ist natürlich klar, dass das nur eine begrenzte Anzahl an Spielern schaffen kann. Ja, und ich weiß nicht, lassen Sie es aus den Leistungszentren vielleicht 3% sein oder so. Die können mich da gerne korrigieren. Ich kann es jetzt nicht genau abrufen. Bei uns sind es ein paar Prozent tatsächlich mehr. Nee, aber diese Prozentzahl zu erhöhen ist auch gar nicht so einfach, weil die Plätze sind natürlich auch begehrt und begrenzt. Man spricht ja immer von Durchlässigkeit. Also wir haben ja auf Schalke, was die Knabenschmiede betrifft, schon seit vielen, vielen, seit etlichen Jahrzehnten jetzt eine extrem hohe Durchlässigkeit. Man wünscht sich natürlich immer noch mehr. Aber ich bin jetzt seit 25, 26, 27 Jahren dabei. Alles andere als ein Alleinunterhalter. Wir haben ja also extrem viele gute Coaches, Trainer, Mitarbeiter, viele Leute, die hier mitgeholfen haben und mithelfen. Aber da wir haben sehr, sehr viele, es waren weit über 130 Spieler, die es geschafft haben. Sehr viele Spieler in der aktuellen zweiten Liga, viele Spieler in der aktuellen ersten Liga, viele Spieler auch im Ausland. Kaan Ayhan, ich überlege jetzt mal Kaan Ayhan bei Galatasaray, Malik Chau, AC Mailand, Wes McKennie. Bei Juventus Turin, Joel Matip, FC Liverpool, Bostogan Utrecht, Levent Mercan, jetzt nicht so bekannt, aber bei Kara Gümrük in der Türkei Kapitän. Also sind schon verdammt viele. Aber es schaffen eben nur ein paar Prozent und wir wollen natürlich, dass es so viele wie möglich schaffen, klar. Aber die Plätze sind begrenzt und man muss auch eben mit der nötigen Geduld dann auch vorbereiten. Du kannst das nicht überstürzen. Ne? Wir brauchen doch Zeit dafür. Sie haben es ja gerade selber gesagt. Wie stabil man sein muss, um da oben anzukommen. Und du brauchst ein ganz starkes Fundament, denn ohne dieses starke Fundament keine Stabilität. Denn dann ist alles andere wackelig. Wir wollen natürlich mehr, aber diese Spieler, die das mit 16, 17, 18 schaffen, das sind Ausnahmen. Nicht nur bei uns. Du hast bei Barcelona mal einen Fatih und so weiter, aber du hast bei uns auch mal. Wir hatten bei uns auch einen Jule Draxler, einen Leroy Sané, einen Max Meyer, einen Joel Matip, die sehr früh bei den Profis gespielt haben, Hassan Ouedraogo jetzt. Wir haben aber mit Keke Topp einen weiteren Spieler, der aus der A-Jugend den Sprung in den Profikader geschafft hat. Wir haben jetzt aus der letzten A-Jugend-Saison Mathis Hansen bei Stammspieler bei Paderborn und und. Das ist alles nicht so wenig. Ja, und Fußball ist aber auch mehr. Auch wir bei einem Profiverein haben ein Sozialauftrag. So Fußball so ein bisschen auch als Schule des Lebens. Und wir müssen unsere Spieler in ihren Träumen unterstützen, Profi werden zu können. Es ist möglich, aber wir müssen da auch Klartext sprechen und sagen, pass auf, was ist dein Plan B? Ne? Mach den bestmöglichen Schulabschluss. Und wenn du es eben nicht packst, aber wann entscheidet sich das denn? Auch nicht mit 16, 17, 18, 19. Arsène Wenger hat mal so eine ganz große Untersuchung gemacht, dass auch in England, wir sehen ja England inzwischen auch immer als positives Beispiel, vielleicht gut, auch richtig auf Frankreich, ja, aber auch in England inzwischen 20, 21, 22, 23. Also gehört auch die nötige Geduld dazu. Ja, und jeder ist einzigartig. Ja, und der eine schafft es, die wenigsten schafft es mit 16, 17, 18, ganz viele mit 19, 20, 21, 22, 23. Aber was ich gerade sagen wollte, wir geben unseren Spielern, wenn wir es gut machen, und ich glaube, wir machen es gut, viel mehr mit, sodass sie auch, wenn sie es nicht packen, bis 20, 21, 22, 23, so viel mitgenommen haben durch den Leistungssport, dass sie auch in anderen Branchen, in anderen Berufen
ja, dadurch durch die Dinge zumindest helfen, mitgenommen haben, wie ja, Durchhaltevermögen, wie Ausdauer, wie Teamfähigkeit, wie Ehrgeiz, wie Zielsetzung, ja, dass diese Jungs häufig, ich erlebe so viele Spieler von uns, ich habe jetzt noch einen im Urlaub auf Fuerte getroffen, der dann in einer anderen Branche super erfolgreich geworden ist. Da sind wir dann genauso stolz. Also ein langes, langes Thema, aber Fußball so ein bisschen als Schule des Lebens. Und es geht nicht nur, überhaupt nicht, es geht um alle. Es geht nicht nur um die paar Prozent, die wirklich Fußballprofi werden. Und das natürlich möglichst auf Schalke. Es geht um alle. Und das meinen wir auch damit, dass der Mensch im Vordergrund steht. Ich glaube, Björn Redl war es, DFB-Stützpunktkoordinator in Schleswig-Holstein, der ist Hier, sagen Sie mir nochmal den Namen. Björn Redl. Okay. Ja, habe ich schon mal gehört. Ja. Genau, der hatte es, glaube ich, gesagt, dass es ja so ist, dass Deutschland jetzt Spielertypen entwickelt hat, die im Ausland sehr beliebt sind und man in Deutschland aber andere Spielertypen sucht, die im Ausland ausgebildet werden. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns dann Spieler aus dem Ausland holen und das Ausland holt sich unsere Spieler, dass man dieses Hin und Her hat. Wie sehen Sie diesen Punkt in Bezug auf die Durchlässigkeit, weil Sie gerade angesprochen hatten, dass es natürlich auch nur begrenzt viele Plätze gibt. Aber man könnte ja zum Beispiel, wie Athletic Bilbao macht es ja zum Beispiel sehr stark, dass die da alle aus dem Baskenland kommen müssen. Man könnte ja auch mehr selbst ausgebildete Spieler letztendlich im Profibereich einsetzen. Also vielleicht geht es nicht um die Prozentzahl, sondern vielleicht auch ein bisschen, wo kommen die her? Wie sehen Sie das? Zeiten bei uns, nach denen wir uns sicherlich alle zurücksehnen, aber das hat viele Gründe. Ein Hauptgrund ist sicherlich der finanzielle Aspekt. Auch wir hatten jetzt schon mal Zeiten, Champions League, wo unsere Profimannschaft in Real Madrid ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Mit fünf, sechs oder Spielern aus der knappen Schmiede in der Anfangsformation, mit 8 bis 10 Spielern aus der knappen Schmiede. Das wünscht man sich natürlich schon zurück. Ich auch, wünsche mir das auch zurück. Müssen wir alle hart daran arbeiten. Aber auf der anderen Seite haben diese Spieler natürlich, wir würden sie alle lieber hier sehen, aber haben dem Verein natürlich auch geholfen, finanziell zu überleben. Ich bin da schon für den globalen Ansatz, wobei ich bin aber auch, bin schon dafür, dass so viele Spieler wie möglich aus den eigenen Reihen kommen sollten. Einmal ist die Identifikation der Fans natürlich riesengroß mit den eigenen Spielern, die wir selber ausgebildet haben. Und das ist natürlich insgesamt auch kostengünstiger. Aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht für eine Quotenregelung, weil die Spieler müssen ja auch wirklich gut genug sein. Dem Druck dann und der Druck hier, das können Sie mir glauben, der ist deutlich größer als bei vielen anderen Vereinen. Nicht größer als bei allen Vereinen, als bei vielen Vereinen. Da müssen die Jungs schon wirklich speziell darauf vorbereitet werden. Bin da schon für den globalen Ansatz, wobei ich das auch andere Vereine bewundere. So wie zum Beispiel Bilbao das macht. Oder wie zum Beispiel in Holland Alkmaar das macht und viele, viele, viele andere. Jetzt vielleicht nochmal, ich hatte in den ersten 50 Folgen war es, glaube ich, die Abschlussfrage nach den Top 3 Tipps für Kinder- und Jugendtrainer. Inzwischen habe ich die Abschlussfrage geändert. Ich würde Ihnen aber gerne beide Fragen stellen. Und zwar fangen wir an damit, nach den Top 3 Tipps für Kinder- und Jugendtrainer. Also immer wieder, also der erste Tipp ist definitiv der Spaß und die Freude am Fußball sollte immer, immer im Vordergrund stehen. Das zweite ist sicherlich immer, und da betone ich immer wieder, wir sind Menschen, wir sind keine Roboter, du kannst nicht immer eine Spitzenperformance gewährleisten, aber du bist immer in der Lage, dein Bestes zu geben. Ja, und das Dritte ist, ja, auch der Begriff, ja, das ist schwierig, der ist komplex, wenn ich sage, niemals aufzugeben, dann meine ich das schon aufs Leben bezogen, aber es gibt sicherlich Bereiche im Leben, wo das nicht zutrifft. Ja, also aber ich würde sagen, Spaß an erster Stelle, immer dein Bestes geben. Ja, und drittens, nie aufzugeben. Nochmal schön mit Bezug zum Buchtitel Gib alles nur nie auf. Und
Dann die zweite Abschlussfrage, die auch die aktuelle gerade in meinem Podcast ist. Da bin ich jetzt besonders gespannt, weil Sie da mit Sicherheit viele Momente haben. Das ist die Frage nach dem schönsten Moment als Trainer. Das waren so viele. Es gibt so ein paar Dinge bei aller Bescheidenheit, die mich dann schon sehr gefreut gemacht haben. Stolz, den Begriff benutze ich nicht so gerne. Es geht sehr stark in den Bereich Ego rein, glaube ich. 2013 war es, glaube ich, dass ich DFB-Trainer des Jahres geworden bin. Als Ausbilder gar nicht so einfach. Dann 2014, wo ich von den Schalker Fans, ich bin ja selber ein Fan, in die Ehrenkabine auf Schalke gewählt wurde. Aber deutlich darüber stehen sicherlich die gemeinsamen Erlebnisse und großen Erfolge mit unseren Jungs, wenn wir mal Meister geworden sind, wenn wir mal Pokalsieger geworden sind. Und andere Dinge, also die gemeinschaftlichen Dinge, die freuen einen sicherlich noch mehr als die persönlichen, denn also wenn du persönlichen Titel gewinnst, hast du den ja auch nie alleine gewonnen. Dann hat deine Familie dich dabei unterstützt, dann haben dich deine Mitarbeiter, deine Spieler dabei unterstützt. Also es ist immer schöner, sich gemeinsam zu freuen, als alleine irgendwo im Keller lautlos zu lachen. Ja, sehr cool. Das war auf jeden Fall auch schon, ja, schon fast so ein Konsens bei den Gästen, dass es gar nicht so unbedingt immer, ja, der Titel an sich sein muss, der dann der schönste Moment ist. Es wurde zum Beispiel auch oft gesagt, dass es so ein Moment mit einem einzelnen Spieler war, dass jetzt einfach einer sich bedankt hat, weil er so viel bei dem Trainer gelernt hat. Solche Dinge wurden zum Beispiel viel genannt. Ja, finde ich eigentlich sehr schön. Und dann sage ich erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Das freut mich sehr. Und auch für die Zuhörer nochmal, ich habe schon viele weitere Zusagen, sodass ihr euch auf viele neue Folgen freuen könnt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Seite aus, aber von unserer Seite aus. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, aber auch für den einen oder anderen Rat und Tipp, den ich bei Ihnen raushören konnte. Vielen Dank für die Zeit und für alles. Alles Gute. Danke gleichfalls.